Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich bitte Sie nun, für die Bundeshymne sich von den Sitzen zu erheben. Meine sehr geehrten Damen und Herren des Hohen Hauses, ich begrüße Sie nochmals sehr herzlich, vor allem jene, die das erste Mal zum Nationalrat angelobt werden, die neu gewählten Abgeordneten, die somit am Beginn ihrer parlamentarischen Tätigkeit stehen. Mit großem Respekt begrüße ich in unserer Mitte den Herrn Bundespräsidenten bei dieser Sitzung. Herzlich willkommen, Herr Bundespräsident. Die konstituierende Sitzung wird von ORF 2 bis 13 Uhr und von ORF 3 in voller Länge übertragen werden. Weiters weise ich darauf hin, dass während der heutigen Nationalratssitzung Fotografen im Auftrag der Parlamentsdirektion für die Homepage fotografieren werden. Außerdem wird eine 360-Grad-Fotoaufnahme der Nationalratssitzung zu Dokumentationszwecken angefertigt werden. Der Aufbau der Kamera wird nach der Wahl der oder des dritten Präsidenten erfolgen. Der Herr Bundespräsident hat mit Entschließung vom 19. Oktober 2017 dem Nationalrat gemäß Artikel 27 Absatz 2 des Bundesverfassungsgesetzes zur 26. Gesetzgebungsperiode und gleichzeitig gemäß Artikel 28 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes zu seiner ordentlichen Tagung 2017-2018 für den 9. November 2017 einberufen. Aufgrund dieser Entschließung des Herrn Bundespräsidenten wurde die heutige Sitzung anberaumt. Ich darf dem Hohen Haus ferner von folgenden Schreiben des Herrn Bundeskanzlers vom 17. Oktober 2017 Mitteilung machen. Ich bewähre mich, mitzuteilen, dass der Herr Bundespräsident mit der Entschließung vom 17. Oktober 2017, die in der Sitzung des Ministerrates am 17. Oktober 2017 beschlossene Demission der Bundesregierung zur Kenntnis genommen und die Bundesregierung sowie die Staatssekretärin gemäß Artikel 74 Absatz 3 Bundesverfassungsgesetz des Amtes enthoben hat. Gleichzeitig hat der Herr Bundespräsident mich und die übrigen Mitglieder der Bundesregierung gemäß Artikel 71 Bundesverfassungsgesetz bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung mit der Fortführung der Verwaltung und mich mit dem Vorsitz in der einstweiligen Bundesregierung betraut. Ferner hat der Herr Bundespräsident auf meinen Vorschlag gemäß Artikel 70 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 78 Absatz 2 Bundesverfassungsgesetz bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung Frau Magistra Muna Dutzter zur Staatssekretärin ernannt und sie mir zur Unterstützung in der Geschäftsführung und zur parlamentarischen Vertretung beigegeben. Gemäß § 3 Absatz 3 der Geschäftsordnung berufe ich nach Beratung in der Präsidialkonferenz folgende vier Abgeordnete zur vorläufigen Besorgung der Geschäfte der Schriftführer. Hermann Gahr, Magistra Michaela Steinacker,
Angela Lueger, Wolfgang Zanger. Verhindert ist der Herr Abgeordnete Magister Stephan. Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände verweise ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung.